Noch einmal tief Luft holen. Dann kann Ann-Sophie Joost ihre ganze Kraft aufbringen, um beim Powerlifting an ihre Grenzen zu kommen. Die Hünningerin Ann-Sophie ist eine der wenigen Frauen in Ostbelgien, die diesen Sport betreibt. Ich habe gelernt, dass sich in seinem Körper wohlzufühlen nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie man aussieht, sondern vor allem darauf ankommt, was mein Körper kann, in meinen Augen jedenfalls. Und das hat sich geändert, das war nicht immer so. Ann-Sophie betreibt das Powerlifting erst seit ein paar Monaten. Ihre Sichtweise auf den Sport und auf sich selbst hat sich in dieser Zeit enorm verändert. Also das erste Mal, dass ich ein Fitnessstudio betreten habe, ging es mir vor allen Dingen darum, meinen Körper zu verändern. Auf eine nicht so nachhaltige Art und Weise auch. Also es ging um Diäten, es ging um, ja, vor allen Dingen, wie ich aussehe, wie ich auf andere wirke auch. Es ging vor allen Dingen auch darum, wie ich mich fühle, aber das ist mir nachher erst bewusst geworden. Und dass das Gefühl, das ich habe, vor allen Dingen auch im Rest meines Lebens sehr viel damit zusammenhängt, was ich kann und weniger nun mal, wie ich aussehe. Ann-Sophie kann so einiges und möchte neben ihrem Studium der Medizin auch mit und durch ihren Sport einiges erreichen. Noch ist sie eine von wenigen Frauen, die Powerlifting in unserer Region betreiben. Das möchte sie gerne verändern. Ich stehe dafür und bin davon überzeugt, dass deutlich mehr Frauen diesen Sport einmal ausprobieren sollten. Und dass viele Frauen davon profitieren würden, sich weniger darauf zu konzentrieren, wie sie aussehen und was ihr Körper nicht kann, sondern das, was er kann und was er ihnen zurückgibt. Und die Funktion dessen einfach wirklich lieben zu lernen irgendwo. Ann-Sophies Bewusstsein und ihre Selbstwahrnehmung hat sich auch dank des Sports gewandelt. Ann-Sophie ist zu einer starken Persönlichkeit geworden. Gereift und das nicht nur, weil sie deutlich mehr Gewicht heben kann als vor ein paar Monaten. Ich bin aber auch der Meinung, dass je nach Themen Schwäche zu zeigen, sich Hilfe zu fragen, zuzugeben, dass manche Dinge einen überfordern oder man der ganzen Sache gerade oder dass einem etwas über den Kopf wächst, auch Stärke sein kann, also quasi Schwäche zuzugeben. Und das sind auch Dinge, die ich gelernt habe und ich würde gerne sagen, dass ich überall stark bin. Ich glaube, dass das nicht immer so ist. Das ist auch sehr tagesformabhängig. Aber ich gebe da irgendwo mein Bestes, ja. Mit diesem Selbstbewusstsein im Rücken hat die starke Frau aus der Eifel noch einiges vor. Belgische und Europameisterschaften sind das erklärte Ziel.